öffentlich, gebe Help für eine Liste. Da brauche ich nicht. So, wir haben noch zwei Schlachten. Die Schlacht von Alesia und die Schlacht vom Teutoburger Wald. Ich würde sagen, wir nehmen die Schlacht von Alesia. Julius Caesar war bereits fast 6 Jahre auf der Kampagne in Gallien unterwegs, als ein Aufstand unter Führung von Vercingetorix seine Errungenschaften zu zerstören drohte. Schließlich gelang es Caesar, den gallischen Häuptling bei Alesia zu umzingeln, doch bald fand er sich selbst vom Feind umringt wieder. Klingt spannend. 52 vor Christus bestritt Julius Caesar seit 6 Jahren Kampagnen in Gallien und festigte die römische Herrschaft durch Eroberungen und Diplomatie. Nach der Zerstörung der 14. Legion bei einem Hinterhalt breitete sich in Gallien Unstimmigkeit aus. Die Stämme vereinen sich unter dem Anführer der Averne, Vercingetorix, und bereiten ein erneutes Aufbegehren vor. Nach einer Reihe von Schlachten in Gallien, bei denen beide Seiten Verluste erlitten, nagelte Caesar Vercingetorix schließlich bei einer Hügelfestung bei Alesia fest. Doch Vercingetorix sendete eine Nachricht an die verbündeten Stämme in der Umgebung. Caesar wusste, dass Alesia bald Verstärkung erwartete. Let's get ready to rumble! Julius Caesars Armee umzingelt Vercingetorix und seine Streitmacht bei Alesia. Die Römer haben zur Befestigung 2 Mauern errichtet. Eine blockiert die Stadt und die andere wird zur Verteidigung gegen die eingreifende gallische Verstärkung genutzt. Caesar und seiner Armee steht nun ein Angriff von 2 Fronten bevor. Eine Niederlage würde die Auslöschung seiner Armee und das Ende der römischen Herrschaft in Gallien bedeuten. Oh je, okay. Der Endsatz greift an, Kommandant. Bemannt die Barrikaden. Gut, erstmal Lage. Oh, alter Schwede. Seht euch mal das Kräfteverhältnis an. Ach du Kacke. Wir werden verlieren. Oh Gott. Ich hatte so ein schönes Leben. Ich dachte, wir gewinnen jede Schlacht. Alter Schwede. Also hier ist eine Armee. Und da ist eine Armee. Ach du Kacke. Und wir sind hier in der Mitte. Das ist ja ein richtiges Chaos hier in dieser Schlacht. Erstmal muss ich was trinken. Zu Stärkung. Tut mir leid. Jetzt habe ich mich verschüttet. Jetzt bin ich voller Orangensaft. Nicht das erste Mal heute. So, also, was machen wir jetzt? Wir kontrollieren 2 Siegpunkte von 3. Das heißt, einen müssen wir halten, sonst verlieren wir. 2 sind bei uns. Oder? Einer. Und 2. Ah ja, gut. Wir sind umzingelt, die werden uns wahrscheinlich hier ausfallend angreifen.
Hier haben wir eine kleine Barrikade, müssen uns hier irgendwie schützen. Wir haben hier zum Glück, sind es Türme? Können wir die nutzen? Fraglich. Die meisten Türme sind hier in der Mitte, das heißt, wir sollten uns hier in der Mitte unserer Armee sammeln. Hier kommen ein paar Feinde. Was haben die Feinde denn? Fernkämpfer, Fernkämpfer, Fernkämpfer. Viel Infanterie, kaum Fernkämpfer. Und auf der anderen Seite auch hauptsächlich nur Nahkämpfer. Zwei Fernkämpfer. Das heißt, aus der Ferne gewinnen wir auf jeden Fall. Wir müssen halt nur lang genug in Schach halten, sodass unsere Fernkämpfer die platt machen können. So, wie positioniere ich jetzt meine Truppen? Ganz einfach. Ich weiß es nicht. Also beim ersten Versuch habe ich so das Gefühl, wir werden es nicht schaffen. Na toll, da kann man eh schon rein. Von daher, oh Gott. Hier können die rein. Aber ich gehe davon aus, sie können auch hier unsere Barrikaden zerstören. Tja, wie gehen wir vor? Zuerst das Bogenschützen hier an die Mauer. Wir haben auch kaum Bogenschützen. Dafür haben wir aber viel Artillerie. Sollten wir auf jeden Fall gut verteidigen. Wir müssen unsere Feinde in Schach halten. Also an Stellen quasi müssen wir die festhalten, wo die unsere Truppen... Also quasi... Kennt ihr den Film 300? Sehr gut. Das heißt, wir halten die jetzt ungefähr hier im Schach. Genau, so ungefähr. Nee, Offense. Ja, ich lass mal laufen, aber in Zeitlupe. Damit ich mich schlau machen kann. So, was haben wir hier? Steinschleuderer, Jugendliche, Auserwählte, Standardkrieger, Steinschleuderer, Elite-Truppen. Ja gut. Wie sieht's hier aus? Greifen die uns an? Die greifen uns nicht an. Das heißt, wir müssen nur... Fürs Erste müssen wir nur... diese Armee hier abwehren. Ich schicke meine Truppen an den Mauern. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber ich probiere es mal. So ungefähr. Gut, die sind jetzt an den Wellen. Die müssen erstmal durchs Wasser rüber. Das verlangsamt die ein wenig. Oh je, die Barbaren kommen. Sie kommen aus den Wäldern. Erstmal hier brennende. Da drauf. Und ihr geht da drauf. So. Gut, okay, dann Standardgeschwindigkeit. Müssen die jetzt irgendwie in Schach halten, bis wir. Bis sie abhauen. Feuert auf den Feind! Wir erwarten eure Befehle! Jetzt! Jupiter gibt uns Kraft! Ich erwarte eure Befehle! Legionäre! So, die Legionäre haben ja auch ein paar Pione, mit denen sie schießen können. Da fliehen schon die ersten. Wahrscheinlich werden die jetzt unsere Mauern angreifen. Yep. Oh Gott!
Das ging schnell. Es ging mir zu schnell. Schnelles Marschieren! Alter Schwede. Okay, also die Spartaner-Taktik können wir schon mal abhaken. Hier rüber. Legionäre! Unsere Mauern brennen. Da, warte. Da kommen noch ein paar. Oh nein. Na toll, ihr seid hier fehl am Platze. Geschossinfanterie bereit! Schutzfeuer bereit! Portfeuer! Ich greife lieber die Fernkämpfer an. Oh Gott, was passiert jetzt? Ach du Kacke. Ist nicht wahr, oder? Oh. Da kommen noch ein paar. Wir müssen sie schnell vertreiben, sonst werden wir überrannt. Schnell, vertreibt sie, bitte. Ach du Kacke, da sind auch noch ein paar. Legionäre! Ich glaube, ich habe das falsche Spiel gestartet. Wir spielen jetzt der Billions. Legionäre! So, wir kommen bei Let's Play der Billions. Wir werden hier gerade ziemlich überrannt. Sie ganz gut geschafft. Vielleicht sollte ich hier ein paar Truppen abziehen, damit wir hier ein wenig die aufhalten können. Ich frage jetzt, ob das meine Soldaten auch durchhalten auf Dauer. So, ich muss jetzt hier noch. Schon unsere Mauern. Wie sieht's hier aus? Da fliegen schon einige. Langsam. Legionäre! Da kommt Truppen, erwarten Befehle. Oh Gott, nein, 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 nein. Wo kommt ihr denn her? Rück, haut ab! Sind so viele, ich habe gar keine Übersicht. Zum Einsatz. Nahkampftruppen erwarten Befehle. Kavallerie. Jetzt sind meine Kavallerietruppen im Kampf gegen Speerträger. Ich kann die hier dahinter ein wenig für Chaos sorgen. Ah, das ist so viele, ich habe keine Lust mehr. Gut, die haben wir vertrieben. Sehr gut. Das sind ja auch noch ein paar. Alter! Es sind ja. Ich glaube, das wird unsere erste Schlacht, die wir verlieren. Zum ersten Mal verliert der Kevin eine Schlacht im Total War. Und zwei. Abgesehen von der Schlacht gegen die Spartaner. Sonst habe ich jede Schlacht gewonnen. Na gut, eine Schlacht von Python habe ich auch verloren. Wird das meine vierte Schlacht, die ich verlieren werde? Wahrscheinlich. Was soll ich tun? Das sind so viele! Da sind auch noch ein paar! Ein tolles. Nehmen Sie unseren Punkt ein. Geschosse bereit.
zielen! Legionäre! Kavallerie! Direkt zum Einsatz! Vorwärts! Geschosse bereit zum Einsatz! Kommandant! Plänkler! Jetzt! Jupiter gibt uns Kraft! Sie vorwärts! Vorkommstruppen! Plänkler! Ich muss mal Truppen rüberschicken, das bringt nichts. Hier, geht mal darüber. Doppelte Geschwindigkeit! Angriff! Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Wir erwarten eure Befehle. Kavallerie! Ja! Plänkler! Obidiamus! Ach du Kacke, das sind so viele! Was soll ich machen? Was macht meine Liste da? Punkt. Mutige Römer, bis zum letzten Mann. Haltet sie auf, egal wie. Legionäre! Oh. Abhorben! Bereit! Und brav! Mutige Römer, bis zum letzten Mann! Nun hat Vercingetorix seine Krieger vom Tor in die Schlacht geschickt. Wir kämpfen auf beiden Seiten. Oh Gott, die kommen jetzt auch noch. Rückvor, Reiter! Bogenschütze! Zielen! General! Das sind mir zu viele! Söhne des Marks! Die Krieger wollen Blut! Was machst du, Spiel? Oh Gott! Ich komme damit nicht klar. Jetzt kommt der Boss angerannt. Die Römer sind bereit, ihre Pflichtkrieger zu besiegen. Halt! Wir haben fast gar keine Truppen mehr. Das ist vorbei. Söhne des Marks! Legionäre, doppelte Geschwindigkeit, Bogenschützen, Schiedfeuer! Die überrennen uns jetzt. Plänkler, Markako, Vorliste, Angriff! Befehle, Führung! Auf schnelles Marschieren! Legionäre, Angriff vor! Stolze Römer, Bogenschützen! Wir haben hier noch zu kämpfen. Auf der Flanke. Und da. Oh Gott. Nee, das ist aus. Ich sehe da kaum Land am Ufer. Jetzt holen sie unseren Punkt hier. Mutige Römer bis zum letzten Mann. Ja, jetzt tickt die Zeit gegen uns. Nee, das ist vorbei. Feuer! Legatus!
Söhne des Mann. Legionäre! Eure Befehle zielen! Nö. Selbst wurde im Kampf verletzt und kann die Männer nicht mehr sammeln. Sie verlieren an Mut. Weitere Gallier greifen unsere Positionen an. Was? Sie werden uns überrennen. Ja, danke, habe ich schon festgestellt. Wir nur ihren Anführer töten, um zu gewinnen. Wir sind besiegt. Hoffen wir, dass die Gallier gnädig sind.